Auch 8 Jahre nach Beginn der globalen Finanzkrise haben sich die Volkswirtschaften weder in Industrie noch in den Schwellenländern vollständig erholt. Für langfristiges, robustes Wachstum ist es wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und somit die Produktivität. Entscheidend sind intakte Institutionen, eine gute Infrastruktur, ein modernes Gesundheits- und Bildungssystem sowie effiziente Arbeits-, Kapital- und Gütermärkte. In den Industrieländern spielt hinzu die Innovationskapazität eine führende Rolle. Der Bericht zeigt, dass sich Länder mit höherer Wettbewerbsfähigkeit deutlich schneller von der Krise erholt haben. Die Schweiz schneidet zum 7. Mal in Folge auf Platz 1 ab und auch Deutschland und die USA schneiden sehr gut ab. Länder, die hingegen mit einer niedrigeren Wettbewerbsfähigkeit in die Krise gingen, wie zum Beispiel Italien oder Griechenland, haben seitdem Schwierigkeiten, zu einem moderaten Wachstum zurückzufinden. Wir untersuchen in diesem Jahr die Wettbewerbsfähigkeit von 140 Ländern. Die Schweiz verteidigt ihren Spitzenplatz im 7. Jahr in Folge dank einer beispiellosen Innovationskraft. Deutschland verbessert sich um einen auf den 4. Platz. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in verbesserten Arbeits- und Finanzmärkten in diesem Jahr. Es profitiert weiterhin von einem guten Bildungs- und vor allem einem sehr guten Ausbildungssystem. In Europa klafft weiterhin eine Lücke zwischen Nord- und Nordwesteuropa und Süd- und Südosteuropa. Griechenland schließt die europäische Rangliste auf Platz 81. Singapur bleibt auf Platz 2 und auch die USA und Japan halten sich jeweils auf Platz 3 und auf Platz 6. In den sogenannten BRIC-Staaten dominiert weiterhin China auf Platz 28, weit ab vor Russland auf Platz 45, Brasilien, das auf Platz 75 fällt, und Indien, das sich auf Platz 55 verbessern kann. Die Förderung qualifizierter Arbeitskräfte und vor allem eine gute Aus- und Weiterbildung sind die vielleicht wichtigsten Faktoren für gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Sie helfen auch, eine Gesellschaft integrativer zu gestalten. Wer die hohe Arbeitslosigkeit und insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen will, muss daher vor allem in Bildung investieren. Die Regulierung und Stabilisierung der Banken hat in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht. Die mangelnde Kreditvergabe der Banken bleibt jedoch weiterhin ein Nadelöhr für höheres Wachstum. Steigende Zinssätze in den USA könnten diese Situation weiterhin verschärfen. Vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen muss daher der Zugang zu Krediten erleichtert werden.